Ich bin echt mal gespannt, wie sie das in Pillars of Eternity 2 dann machen mit der Ausdauer und dem Lebenspunkten, ob sie es so machen wie hier. Ist okay, wenn sie es so machen, auch wenn es nicht gerade meine Lieblingsvariante ist in... Eigentlich hätte ich es am liebsten, dass es so wäre wie in Baldur's Gate, dass es keine Ausdauer gibt, sondern einfach nur Lebenspunkte und wenn die weg sind, ist man einfach tot. Bei Tyranny ist es dann auch viel zu einfach, wenn man nach jedem Kampf gleich wieder hochgeheilt wird. Naja, kann man sehen, wie man will. Ich bin mal gespannt, wie sie es machen. Ich kann mich mit jedem System anfreunden. So, Magma-Brücke ist freigeschalten. Eine Beratsglocke für uns. So, der da muss weg. Jetzt ist er aber etwas benommen. I'm here. So, Kanna kann mal seine Schadensreduktion auf ihn machen. Und er ist weg. So, Troll ist getötet. Die Knochen fühlen sich steinhart an, sind aber überraschend leicht. Naja, Drachenknochen eben. Ich weiß gar nicht mehr, war in einem der Drachen nicht sogar ein Secret? I shall be discreet. Jedenfalls nicht in dem Drachen. Und dann nicht in dem Drachen. Gut, okay. Wir haben übrigens Fulvanos Stiefel, aber immer noch keine zweite Notiz von Fulvano. Hä? Die sind ja hier. Nach Gegenstandstyp. Das ist einmal der angekaute Brief. Der geht einmal an Fulvano. Und einmal der gekritzelte Brief geht auch an Fulvano. Und wir haben ja einmal sein Amulett gefunden, seine Stiefel und seine Handschuhe und alles trägt Edda. Ja gut. Das wollte ich nicht. Ich wollte normale Zeit. So, noch ein Troll. Durns, verbiete ihn mal wieder. So, und er ist tot. Ja, gegen so einzelne Trolle oder ein paar Wichte werde ich jetzt nicht die Zauber großartig auspacken. Zwei Trolle sind da schon wieder was anderes. Ich habe da immer noch den Flammenfächer drin. Bei den ersten Troll sollte ich recht schnell wegmachen. Okay, Duins, mach mal ein Verbot auf den. Edda, du haust den um. Dann kann sich Duins nämlich mal erstmal zurückziehen in die zweite Reihe. So, und wir sind Nummer 2 auch los.
Dovins trägt eine eigene Robe, die ganz gut ist. Kada trägt eine Brigantine. Und eine Akebuse, ja genau. I'm here. Bei Dovins sollten wir übrigens auf Stab skillen, weil ich habe vor, Dovins nicht mehr als Fernkämpfer zu benutzen, sondern als Priester, was er ist, ihn als Nahkämpfer zu nehmen. Ah! Da, ein Waldlaurer ist primitiv. Und es sind wieder zwei Waldlaurer. Die sind viel zu stark für uns noch. Das wissen wir aber schon seit einer ganzen Weile. Von hier aus kommen wir auch in den Esternwald übrigens. Und ich werde mal einen Quicksave machen, weil wir haben jetzt schon das meiste von den Schwarzauen abgedeckt. Wenn wir da gegen die Räuber hier oben kämpfen müssen und da verlieren, müsste ich alles nochmal machen. Und dann haben wir einen Haufen Zeit verschwendet. Das wäre dann nicht so praktisch. Das Räuberlager, das umgehe ich mal gekonnt. Nice and quiet. Look there. Ah, da ist ein Secret gewesen. Oh, da ist sogar ziemlich viel Zeug drin. Das sehe ich mal schön praktisch. Nein. Ich sollte mir mal angewöhnen, dass ich das mit der Alt-Taste machen kann. Ich darf nur nicht Tab und Alt gleichzeitig drücken. Das könnte nämlich blöd aussehen. Komm, wir buffen mal so. So. Und dann wie immer. So, wir holen uns mal ein bisschen Skelettunterstützung. So, jetzt ist er auf jeden Fall flankiert. Und flankierte Gegner, ich kann es leider nicht anzeigen. Wir nehmen halt etwas mehr Schaden. Hey. So. I'm here. Und ich spreche, glaube ich, mal wieder zu laut. Ja, irgendwie passiert mir das bei Pillars of Eternity und bei Okami viel zu oft. So. Das Räuberlager. Keine üble Beute heute. Augen auf die Straße, Willem. Ich würde zu gerne die neue Klinge testen. Klinge einweihen, ja. Hey. Hallo, Willem. Hey, Graf, Leute, wir haben Besuch. So, der kam zum Glück alleine. Let's see what lies this way. So, das heißt, wir haben jetzt einen eher heftigeren Kampf vor uns. Mit den Banditen. Weil es sind, glaube ich, 4 oder 5. So. Buffen. Ich habe Duplikat des Zauberers noch nicht drin. Ah, jetzt müsste ich mal reinnehmen. So, der Banditenanführer hat Fragezeichen, weil wir von denen halt noch keine hatten. Er ist aber schon tot.
So, der müsste auch gleich tot sein, ohne dass wir viel machen müssen. Genau. Ja, das hat recht gut geklappt und wir haben nicht mal so viel Zauber raushauen müssen. Und ja, Alof. Wo ist Alof? Willen und Benommenheit. Ja, Katalos sinnloser Griff. Das sollte ich eigentlich fast schon drin lassen, aber den kann ich rausnehmen und Duplikat des Zauberers reintun. Plus 3 Schadensreduktion wäre eigentlich auch nicht schlecht. Lieber das Geisterschild rein. Wir können halt leider nur 4 Zauber pro Stufe. Wobei Spiegelbild kann er schon mal, aber Duplikat... nee, dann nehmen wir lieber den Griff mit rein. Dann kann er sich im Nahkampf wehren, weil das hält nur ein einziger Treffer. Wobei hoher Bonus könnte ziemlich sein, dass er fast nur leichte Treffer abkriegt. Nö, machen wir es mal so. Schadensreduktion ist besser. Yes. Und ja, damit haben wir hier eigentlich auch fast alles aufgedeckt. Ich sollte natürlich auch noch plündern, bevor ich da drüben weitergehe. Hallo. Hallo. Gucken wir mal, ob sie da noch Sachen versteckt haben irgendwo. Silberlusken hatten wir bereits. Ob er vielleicht eine schöne Klinge hat? Nö. Der wollte nur seine komischen Dolche einweihen, hä? Dürrwellische Kleidung, eine Fellrüstung, ist also nichts Besonderes und jetzt sind alle nackt. Ja, dass sie das unbedingt reinmachen mussten. Schriftrolle des Angstexorzismus. Hm. Öl. Immunität gegen verängstigt, verschreckt. Eigentlich sollten wir die behalten. Und ich muss halt mal öfter darauf achten, welche Gegner verängstigt oder verschreckt wirken. Auf dem Boden dieser Kiste klappern fettige Hühnerknochen herum. Hat sich eigentlich was an der Schmiedesache getan? In den Schwarzraum bin ich auf eine Gruppe von Banditen gestoßen, um die ich mich gebührt gekümmert habe. Ihr Lager ist mit gestohlenen Vorräten übersät. Vielleicht finde ich ja Tuatados Lieferung unter den Resten. Mhm. Das war's nicht, aber da. Zerfetzte Notiz. Ich brauche dich, um unsere Beute für den Verkauf an Kurt zu liefern. Er wird nicht mit dir sprechen, außer du sagst die Worte Ignibion Elfen. Du findest ihn nachts in Ondras Geschenk. Ja, die Notiz übrigens war in der letzten Aufnahme, in der letzten Staffel, halt durch die fehlerhafte Lokalisierung nicht vorhanden. Also ein Dank an die... Erschaffer des Deutsch-Patches. Da stand nämlich, glaube ich, immer nur Verfassung plus 7 oder so oder Entschlossenheit plus 5 drauf. Frachtkiste. Diese ramponierte und schwere Kiste wurde an einer Ecke aufgehebelt. Ihr Inhalt ist aber noch da. Auf eine Seite wurde neben den Worten Schmiede, schwarzer Hammer, ein Hammer und Amboss gemalt. Ein Hammer und Amboss, ja. I'm here. Gut, damit wären die Schwarzauen eigentlich bis auf das Eck erledigt. Und wir können zur Matma-Brücke weiterreisen. Dort werden wir uns nur mit Xaurips rumschlagen müssen, zum Glück. Und auch zum Glück nicht mit vielen Xaurips. Die uns natürlich gleich begrüßen. So, weg ist der Xaurip.